Wenn jede Religion von sich behauptet, den einen wahren Weg zu Gott darzustellen, für alle Menschen zu jeder Zeit, welche Bedingung oder welche Bedingung muss diese Religion dann erfüllen? Das ist eine Bedingung. Sie muss für jeden Menschen zu jeder Zeit, an jedem Ort einen Weg zum Heil garantieren können. Das heißt, dass jeder Mensch zu jeder Zeit, an jedem Ort die Möglichkeit hat, von der Hölle zu entkommen und ins Paradies hineinzukommen. Und das ist, es gibt keine Religion, die dies explizit mit authentischen Texten so beschreibt wie der Koran. Wir haben gerade den Vers gesagt, Sure 4, Vers 115, wo Allah sagt, nachdem ihm die Rechtsstellung klar geworden ist. An anderer Stelle in Sure 17, Vers 15 sagt Allah, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْأَثَ الرَّسُولَ. Wir haben nicht bestraft, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Der Prophet a.s. sagt, لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدُ مِنْ هَذِي الْأُمَّ لَا يَهُودِ وَلَا نَصْرَانِ ثُمَّ لَا يَمُوتُ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِي إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. Das heißt, jeder, der von mir hört, egal ob Jude oder Christ, und da nicht daran glaubt, wird zu den Gefährten des Feuers gehören. Das heißt aber, wenn er nicht davon gehört hat, kann er entschuldigt sein. Und das Wort Islam in sich selber impliziert eine wichtige Bedeutung. Denn linguistisch, von der Sprache her, bedeutet Islam sich Gott ergeben. Und der Kern dieser Religion ist, dass man Gott alleine anbetet. Deswegen sagen wir, Jesus war ein Muslim. Moses war ein Muslim. Noah war ein Muslim. Alle Propheten kamen vom selben allmächtigen Gott mit derselben Botschaft. Mit derselben Kernbotschaft. Und die war, diene dem einen wahren Gott und unterlasse die Anbetung der falschen Götter. Wo ist der Beweis dafür? Der Beweis ist Sure 16, Vers 36, wo Allah sagt, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَيُّعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Wir haben in jeder Gemeinschaft Gesandte auferweckt, damit sie den Menschen lehren, diene dem einen wahren Gott und vermeide die Anbetung der falschen Götter. So sehen wir im Alten Testament bei Moses, Exodus 20, Vers 4, das erste Gebot. Dort steht, bei dieser, wo wir sagen, das ist mit Sicherheit noch authentisch. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt aus Ägyptenland, aus dem Sklavenhaus. Du sollst dir keine Götter neben mir nehmen, erstes Gebot. Du sollst dir kein Bildnis machen von irgendetwas oben im Himmel, unten auf der Erde oder unter dem Wasser. Du sollst ihnen nicht dienen, du sollst sie nicht anbeten. Jesus, Matthäus 5, Vers 30, was sagt er? Ich kann von mir selber aus nichts tun. Jesus, Matthäus 26, Vers 39, was sagt er? Er fällt mit seinem Angesicht zu Boden und betet zu Gott. Und sagt nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Was heißt das? Islam bedeutet sich Gott ergeben linguistisch. Er ergibt sich Gott. Dem Wille Gottes unterwerfen. Und deswegen waren diese Propheten alle Muslime. Aber was sich von Zeit zu Zeit ändern kann, sind Scharia-Teile. Das heißt Bestimmungen. Zum Beispiel kann es sein, dass in einer Umma die Leute 50 Mal am Tag beten müssen, in der anderen 5 Mal, als Beispiel. Und dies bestimmt Gott aus einer Weisheit heraus. Aber er wusste und hat bestimmt, dass für die Menschen bis zum jüngsten Tag dieses Gesetz, was er mit dem Propheten Mohammed herabgesandt hat, gültig sein muss. Was ist jetzt mit jemandem, der in der Antarktis wohnt, der hat nie was von Mohammed gehört und der hat vielleicht Fehler gemacht? Schritt Nummer 1, durch seine natürliche Veranlagung, er hat nur zu Gott gebetet, geht ins Paradies, weil er seiner Fitra gefolgt ist. Allah sagt in Surat al-Araf, sagt er, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَ مِنْ ذُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشَدُّهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Das heißt, die Menschen sind schon zu einer spirituell erschaffen worden und haben Zeugnis abgegeben. Deswegen sehen wir heute überall auf der Welt, der Mensch, der alleine gelassen wird, wird irgendwo an einen Gott glauben, an eine höhere Macht. Denn was ist Gott? Wir haben es heute mit vielen Leuten zu tun. Ihr habt bestimmt schon das Gespräch gehabt. Du redest mit jemandem, glaubst du an Gott? Er sagt, nee, glaube ich nicht. Dann sagst du zu ihm,
ja, schau mal, wie alles erschaffen wurde. Wenn du auf der Wiese beispielsweise eine Videokamera finden würdest, ja, würdest du glauben, dass die sich aus Staub, dass die, sich diese Videokamera aus Staubteilchen erschaffen, entstanden ist? Sagt er, nee. Bist du bescheuert oder was? Wie will das denn funktionieren, eine Videokamera aus Staubteilchen? Dann sagst du, was ist mit deiner menschlichen Videokamera, mit deinem Auge? Wie passiert es, dass durch Licht, ja, Strahlung in deinem Gehirn ein Bild produziert wird? Wie funktioniert das? Spätestens dann sagt er, ja, okay, ich glaube nicht an Gott, aber ich glaube, da ist irgendetwas. Dann sagen wir zu ihm, ja, was ist denn das irgendetwas? Das ist nämlich das Problem. Viele stellen sich unter Gott, stellen sich vor, ein Mannequin, irgendwie so ein alter Mann mit langem Bart. Aber Allah sagt im Koran, Laysa kamithli shay, nichts ist ihm gleich. Allah ist unabhängig von Raum und Zeit. Er hat Raum und Zeit erschaffen. Stellt euch das vor, es gab eine Zeit, wo es keine Zeit gab. Hört sich gut an, ne? Es gab eine Zeit, wo es keine Zeit gab. Aber Alhamdulillah, das ist der allmächtige Gott. Und hier ist der Punkt. So. Das heißt, der Islam, der zweite Schritt ist, dass jemand, der keine Botschaft gemacht hat, einen Fehler gemacht hat, wird nicht bestraft ohne Gesandten, er wird am jüngsten Tag nochmal auf die Probe gestellt. Ob er ins Paradies oder ob er in die Hölle geht.